Willkommen bei mir im Thorsten Toto beim Clan. Kein Clan. Ich bin nämlich heute zu Hause und ich habe gedacht, ich mache mit euch mal, ihr seht schon im Hintergrund, einen Dorfbesuch der ganz besonderen Art. Das ist ja auch mal eine ganz besondere Perspektive hier für mich. Ich wackel hier rum ohne Ende und ihr seht das hier. Im Hintergrund gibt es auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Dorf. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich würde sagen, ich ziehe mir mal ein Jäckchen an und dann gehen wir mal ein bisschen raus an die frische Luft. Okay, Leute, ich habe jetzt zweimal die Jacke gewechselt, weil es ist doch ein bisschen frischer. Und ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir latschen einfach mal so ein bisschen los. Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Und gucken wir mal, wie wir uns hier so ein bisschen so durchs Dorf schlagen. Ich bin auch schon mega drauf gespannt, wie das Ganze so wird. Und es ist wirklich ein grauer, trüber Tag. Und vor allen Dingen gehen wir jetzt so ein bisschen über ein Friedhof hier und ich darf auf jeden Fall keine anderen Personen reinkriegen, sonst müsste ich die nämlich befragen, beziehungsweise die müsste ich darauf hinweisen, ob ich die denn auch im Video mit drin haben will. Also werde ich das Ganze so hier und da mal so ein bisschen, glaube ich, für euch cutten. Ja, und mein Weg ins Dorf oder durchs Dorf geht auch immer hier leider an diesem traurigen Ort, denn ich wohne ja genau neben diesem traurigen Ort, geht nämlich über den Friedhof, aber der ist jetzt nicht so super groß und wir werden gleich in jedem Fall auf meinem oder an einem meiner Lieblingsplätze sein, an denen ich vor allen Dingen im Sommer gerne abhänge, weil bei uns ist dann irgendwann ab 16 Uhr oder so die Sonne nicht mehr oder 17 Uhr und die steht hier dann aber sehr, sehr lange und man kann allerdings heute auch überhaupt nichts erkennen. Es ist echt super grau. Ich sehe nicht mal, man kann gerade noch so die Ausläufer vom Teutoburger Wald sehen, aber mehr auch nicht. Und jetzt sind wir hier in jedem Fall schon mal am Gatter angekommen und gehen jetzt mal rein ins freie Feld, beziehungsweise wir gehen einfach mal so ein bisschen ins Dorf. Aber ich wollte euch ja letztendlich auch ein bisschen was zu Clash of Clans natürlich erzählen. Ja, und so ein bisschen für die Statistiker. Also ich habe den Kanal hier ja am, ich weiß gar nicht, irgendwann 2015 angefangen. 2016 ging es dann ja richtig los. Und ich habe, glaube ich, meine ersten 100 Abonnenten, meine ich, am 3.11.2016 gehabt. War dann ein Jahr später schon bei 4.000 ungefähr. Und habe das Ganze jetzt innerhalb von einem Jahr verdoppelt. Ist natürlich wirklich, wirklich krass, muss ich sagen. Daumen dafür nochmal an euch für den coolen Support. Und aber wie wird's eigentlich, beziehungsweise was war eigentlich im letzten Jahr los? Und wir hatten ja wirklich viele, viele Kämpfe, Angriffe, Sterne vor allen Dingen ohne Ende. Ein Sterner, zwei Sterner, drei Sterner, acht Sterner, was auch immer. Aber so ein paar Ausschnitte hier aus den Sternen habe ich euch natürlich oder will ich euch nicht vorenthalten.
Und ihr seht das hier wahrscheinlich so ein bisschen auch im Hintergrund, dass mein Dorf hier sehr weitreichend ist. Ich schwenke mal so ein bisschen. Also wir haben hier sehr, sehr viele Ländereien und man muss sagen, Landwirtschaft ist hier ganz, ganz viel. Ich trotte hier jetzt auch so ein bisschen durchs Feld des Dorfes hier. Es gibt ja in Clash of Clans nicht so wirklich ein Feld im Dorf, aber ich glaube, einer der Höhepunkte in diesem Jahr, also 2018 war sicherlich der Livestream am, wann war, 10., ich glaube 10.6. Mit dem Olli, nämlich Einführung von Rathaus Wölf. Also das Rathaus kam dann, glaube ich, am 12. raus und wir haben ja am 10. den Livestream von Supercell mitdokumentiert. Ich glaube, das war, würde ich fast mal so sagen, genau auf Hälfte des Jahres echt ein Highlight, war ein Superstream. Und so ging das dann eigentlich Stück für Stück weiter. Ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so bei 5.000 Abonnenten circa und habe aber so ein bisschen, glaube ich, hoffe ich, stetig so ein bisschen an meinem Kanal, an meinen Videos gearbeitet, denn ich mache nach wie vor ja alles selber und bei manchen Sachen tue ich mich dann auch ein bisschen schwer, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen geht das. Ich meine, dieses hier, was ich hier jetzt gerade mache, ich bin gerade vom Ton weggekommen, das ist ja auch nicht so alle Tage so ein Dorfbesuch hier und mal mit Facecam mal durch die Gegend zu eiern, ist ja auch ganz nett und ist für mich einfach mal auch mal ein bisschen was ganz, ganz anderes. Ins Tagdorf rein ist, aber ich glaube, wir sehen jetzt schon die ersten Angriffe. Oh ja. Da bin ich mal gespannt. Gleich der Ezo, Donnerwetter. Ezo. Ezo gegen... Kaisuke muss verteidigen. Ja. Ich mache mal ein bisschen lauter hier. Ja. Was mich gerne interessieren würde, wie findet ihr eigentlich das neue Rathaus vom Design her? Ich muss sagen, ich finde es etwas klein. Ja, das ist kleiner geworden, ne? Das Rathaus 11er ist ein bisschen größer vom Design, das stimmt schon, ja. Na okay, Elektrodrachenangriff. Ja. Mal sehen. So viel haben wir ja noch nicht gesehen. Ja. Was ich gesehen habe ist, oh, ganz lieben Dank für die Spende hier von dem Cedric. Was ich gesehen habe hier ist, dass die Elektrodrachen richtig gut laufen, wenn sie nicht zusammen sind auf einem Haufen. Denn die teilen ja Schaden aus und ich habe manchmal gesehen... Good to work. Dass es so aussieht, als wenn die den Schaden nicht addieren. Das habe ich nämlich gesehen, glaube ich. Wenn ich das jetzt gerade sehe, wenn die so auf den Haufen sind, mit den Eilzaubern gerade verstärkt bzw. verschnellert, ihr seht das selber, was da noch gerade übrig ist. Ja, also der Single Inferno hat da richtig böse zugeschlagen, das Rathaus. Aber auch das Rathaus hat gerade zugeschlagen, haben wir schön gesehen. Der eine Elektrodrache, wie er hochgegangen ist, mit nochmal dem Blitzzauber am Ende. Richtig krasse Sache. Also so einfach ist das Rathaus nicht mehr zu kriegen. Ja. Ein Magier reicht nicht mehr. Ja, aber jetzt, er hat ja noch massiv Truppen übrig. Also ich denke mal, Itzo wird auch wissen, was er da gemacht hat. Boah, das Rathaus zum Schluss. Da guckt er nicht schlecht. Wow, hat er den vernichtet hier. Donnerwetter. So viele Elektrodrachen übrig. Ja. Gleich zum Anfang 3er ist natürlich wirklich krass. Donnerwetter. Da hat er gleich zugelegt. Ja, da haben wir da jetzt wirklich... Ruhig klatschen hier für unseren Mann aus Deutschland. Absolut, ja. Unser Mann aus Deutschland hat gleich abgeliefert. Ich hoffe, ich zeige euch immer zwischendurch wieder so ein paar nette Angriffe und ihr seht so ein bisschen Clash of Clans. Wir haben uns dann ja durch den echt heißen Sommer gequält. Ich weiß gar nicht, wie lang ging der Sommer. Der Sommer ging ja, glaube ich, von April bis Oktober, fast bis in November rein. Und einige verschwitzte Streams dann unterm Dach gehabt. Das war wirklich, wirklich krass. Übrigens, den Livestream habe ich euch ganz vergessen, unten unter dem Video auf jeden Fall nochmal verlinkt. Und ich habe ja auch eine kurze Szene rausgezeigt. Aber was letztendlich war, wir sind jetzt im Dezember und war nochmal ein bisschen was Unangenehmes zum Schluss. Das ist aber jetzt auch nicht so super schlimm gewesen. Aber ich denke mal, es hat einen glücklichen Ausgang gehabt und wir bewegen uns auf 2019 zu. Was wird sich eigentlich ein bisschen verändern? Also das, was war, das lassen wir jetzt mal hinter uns, sondern wir gucken natürlich so ein bisschen nach vorne in die Zukunft. Und wenn wir in die schauen, dann wird sich ein bisschen was am Kanal, wird sich nichts ändern, aber vielleicht am Format. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt Brawl Stars ein bisschen angefangen. Vielleicht nehme ich noch das ein oder andere mit dazu oder einfach mal als angespielt. Und das, was ich auf jeden Fall gemacht habe ja in diesem Jahr, war Introwechsel. Das war ja schon ein Krampf von einem Intro aufs andere. Da gab es ja Ärger ohne Ende. Und
geht ja gar nicht. Toto ändert sein Intro und deswegen bin ich aber ganz froh, dass sie auch die neuen Sachen angenommen wurden. Aber Leute, es ist ja nur ein Intro und ich werde es im nächsten Jahr vermutlich hier und da ganz wegfallen lassen. Ich werde auch nicht mehr so viel Supermucke in die Videos reinlegen, sondern vielleicht dann doch ein bisschen mehr Inhalt. Muss ich mal gucken. Ihr habt das ja wahrscheinlich jetzt schon gemerkt, dass ich schon ein bisschen weniger Musik so hier und da mal reingeschnitten habe, denn das ist für meine Videos immer leider am aufwendigsten, die Musik rauszusuchen, passt das und so weiter, Lautstärke anpassen und. Das nimmt bei mir tatsächlich bei den Videos am meisten Zeit in Anspruch und oftmals habe ich diese Zeit gar nicht, sondern nehme sie mir dann irgendwie und da ist dann ja doch noch ein bisschen qualitativ irgendwo nicht dann Heavy Metal sein soll oder so, das passt dann so Clash of Clans gar nicht, ist das Ganze so ein bisschen... es wird halt ein bisschen weniger, aber so viel wird sich dann nicht am Kanal verändern, aber genug geschnabbelt, noch ein bisschen Clash of Clans. Jo, und ihr seht, so ein paar Gebäude haben wir denn doch im Dorf und ich bin jetzt auch durch mit dem, mit meinem Spaziergang. Ich war jetzt eine gute Stunde, glaube ich, unterwegs. Es fängt jetzt auch leicht an zu nieseln. Und aber ich wollte einfach noch so ein kleines Rewind machen von 2017. Ich glaube, so ein Mini-Ding kann man ja ruhig mal bringen. Ich wollte auch dieses Format einfach mal testen. Ich habe ja kein Profi-Equipment oder so. Das ist jetzt normale Handykamera mit keinem Tonverstärker oder was auch immer. Aber ich meine, heute ist es auch nicht windig oder so. Und wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, ihr habt ja ein bisschen Clash of Clans gesehen, dann lasst mir am Ende einfach einen Daumen nach oben nach, Glocke abonnieren und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr cool ins neue Jahr reinkommt, vor allem gesund ins neue Jahr reinkommt. Knallt vielleicht nicht ganz so viel, ich glaube, wir knallen dies Jahr auch nicht so viel, weil wir so viele Tiere hier auch haben, selber mit Hunden und Hühnern und weiß der Geier. Ich glaube, wir lassen das dies Jahr auch mal sein, aber kommt ihr auf jeden Fall gut rein. Und dann sehen wir uns, ich glaube, wir haben uns ja gestern gesehen oder vorgestern. Nee, wir werden uns noch sehen. Ich werde noch eine kurze Abschlussfolge, denke ich mal, im Jahr bringen. Also 31. soll auch noch ein Video kommen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, wie immer, euer Toto. Clasht, haut rein.